wir jetzt noch zwei Beispiele machen, wie kommen wir zu so einem Mittelwertmodell? Und zwar denke ich, gucken wir uns an den Hochsetzsteller. Den machen wir genauso wie beim Tiefsetzsteller. Wir werden den Schalter ersetzen durch eine Stromquelle und die Diode durch eine Spannungsquelle. Und wir werden dann den 4-Quadranten-Steller uns angucken, wie man das dort auch machen kann, weil das eine komplett andere Schaltung ist. Da haben wir auf einmal 4 Transistoren. Und da ist nicht sofort offensichtlich, wie funktioniert das. Tatsächlich, Sie können diese Methode immer anwenden, wenn Sie ein Gefühl dafür haben, wie die Ströme und Spannungen sind. Bei unbekannten Schaltungen simuliert man es manchmal vorher, guckt sich das an, okay, wie sind diese Mittelwerte, und dann kann man da auch relativ schnell das Modell rauskriegen. Hoffe ich. Also schauen wir uns das an. Machen wir zunächst den Hochsetzsteller. Das heißt hier Hochsetzsteller. Beziehungsweise Englisch Boost Converter. Und wichtig ist, wenn Sie zu diesem Modell kommen wollen, wir schauen uns zunächst sozusagen die Schaltung an und überlegen uns, wie das aussieht. Das heißt, zur Erinnerung nochmal Hochsetzsteller, eingangsseitig die Induktivität, dann der Schalter nach Masse. Dort ist die Spannung UE am Eingang, hier ist die Induktivität L. Dann haben wir die Diode und am Ausgang den Kondensator C, dort den Lastwiderstand angeschlossen. Und hier wollen wir jetzt auch überlegen, wie kommen wir hier zu diesem Mittelwertmodell. Der Schritt ist, dass wir hier uns die entsprechenden Größen erstmal einzeichnen, die wir benötigen werden. Das heißt, werden wir vorher den Schalter durch eine Stromquelle ersetzen, also muss ich den Schalterstrom mir anschauen. Und ich werde die Diode durch eine Spannungsquelle ersetzen. Das heißt, ich nehme die Diodenspannung hier in Flussrichtung eingezeichnet drüber. Und wir werden nachher auch sehen, ich werde tatsächlich den Strom IL brauchen und ich werde auch die Spannung UA brauchen, um das zu modellieren. Vielleicht erinnern wir uns, wie das aussieht. Tatsächlich, der Schalter hier wird wieder über diese Schaltfunktion D von T angesteuert werden. Und wir werden jetzt hier, wenn wir eine Periode betrachten, hier die Einschaltzeit D mal T haben, werden wir beim Schalter wieder folgenden Verlauf haben, wie beim Tiefsetzsteller, so einen trapezförmigen Verlauf. Ist der Schalter geschlossen, das heißt, hat die Schaltfunktion hier eine 1, liegt die Eingangsspannung an der Induktivität an und der Strom nimmt zu. Wie gesagt, wir modellieren hier bloß im kontinuierlichen Betriebsmodus, dann wird der Strom beim Wert größer als 0 anfangen, fängt also so an zu steigen. Hier auf dieser Stelle geht dann, wenn der Schalter ausschaltet, auf 0, geht dann wieder hier hoch. Und tatsächlich, wenn wir das beschreiben, das hier ist der Strom IS, dann können Sie den darstellen wieder, das ist D von T mal IL von T. Ja, wir haben hier tatsächlich, wenn der Schalter geschlossen ist, die Ausgangsspannung ist größer als 0, eine sperrende Diode und der gesamte Strom durch die Induktivität fließt über den Schalter. Und dann können wir das wieder durch die Schaltfunktion so ausdrücken. Und damit können wir jetzt sagen, okay, als erstes, wenn IS dieser Ausdruck ist, nähern wir IS wieder an durch den Mittelwert, dann ist das wie beim Tiefsetzsteller hier der Ausdruck, das ist dann das Produkt der Mittelwerte, dieser beiden Einzelmittelwerte. D-Mittel mal IL-Mittel. Weil tatsächlich, wenn Sie das ausrechnen, das hier wäre dieser Mittelwert IS Mittel, und da hatten wir so ähnlich beim Tiefsetzsteller auch diesen Ausdruck abgeleitet. Das Produkt der Mittelwerte. Dann schauen wir uns die Spannung an der Diode an. Tatsächlich, das hier ist noch gleich hier wie beim Tiefsetzsteller. Auch beim Tiefsetzsteller fließt der Strom IL während der Einschaltzeit über den Schalter. Bei der Diode sieht es jetzt anders aus, da müssen wir uns jetzt überlegen, okay, was passiert bei der Diode, wenn wir diese Spannung UD von T hier betrachten. Tatsächlich ist es jetzt die Sperrspannung der Diode. Das heißt, wenn der Schalter geschlossen ist, wird die Diode sperren und dann fällt dort die Spannung ab von diesem Punkt nach Masse. Das heißt, in dem Fall wird UD gleich UA sein. Das heißt, wir kriegen während der Einschaltphase D mal T hier für die Diodenspannung die Ausgangsspannung als Sperrspannung und dann natürlich im zweiten Teil leitet die Diode, das ist eine ideale Diode annehmen, haben einen Spannungsabfall von 0 und dann haben wir jetzt hier den Verlauf UD von T
haben hier wieder irgendwo einen Mittelwert. Und Achtung, dieser Mittelwert UD-Mittel, der wird jetzt anders sein als bei dem Tiefsetzsteller, weil tatsächlich haben wir jetzt hier, anders als beim Tiefsetzsteller, nicht die Spannung UE, sondern die Spannung UA. Das heißt, ich habe hier dann UD ist an dieser Stelle D von T mal UA. Eigentlich UA von T, wenn es zeitlich veränderlich ist. Und dann kann ich sagen, okay, UD-Mittel muss hier wieder das Produkt dieser Mittelwerte sein. Das heißt, ich kann sagen, UD wird in der Mittelwertmodellierung ersetzt durch UD-Mittel, ist dann hier D-Mittel mal UA-Mittel. Und damit können wir jetzt hier das Modell aufzeichnen. Das hier ist eine Stromquelle für den Schalter. Das untere entspricht einer Spannungsquelle. Beides sind wieder gesteuerte Quellen. Steuerparameter ist wieder unser mittleres Tastverhältnis oder unsere mittlere Schaltfunktion. Und dann kann ich den Hochsetzsteller hier genauso ersetzen durch ein Modell Stromquelle, Spannungsquelle für den Schalter und für Mittelwerte habe ich dann die Modellierung hier und kann damit rechnen, meine Übertragungsfunktionen ausrechnen. Könnte es linearisieren, also ich könnte jetzt wieder hier die Quellen ersetzen, wieder durch die Parallelschaltung von drei Quellen und könnte damit dann an dieser Stelle alle, oh, das muss eine Spannungsquelle sein, und könnte dann damit an dieser Stelle alle Berechnungen durchführen, die ich möchte, Regler auslegen, Übertragungsfunktionen bestimmen. Ersparen wir uns, weil wir machen das dann mit SPICE, falls wir es benötigen. Und das wäre das Kleinsignalmodell dann des Hochsetzstellers. Sollen wir es angucken in SPICE, ob das auch so tut? Ja, machen wir das mal. Machen wir es einfach aus dem Tiefsetzsteller. Achtung, ich muss das hier verändern. Also wichtig ist, ich darf nicht einfach annehmen, dass ich sozusagen immer dieselben Faktoren hier habe für die Quellen. Wir haben gesehen, ich musste mir die Verläufe überlegen, das ist das Einzige, was ich hier tun musste. Die Spannung über der Diode ist eine andere als beim Tiefsetzsteller. Beim Tiefsetzsteller war das die Spannung UE, hier ist es die Spannung UA und beim Hochtiefsetzsteller wird es halt nochmal eine andere Spannung sein. Das heißt, da wird es UE-UA oder UA-UE sein. Und dann haben wir dort halt an der Stelle gegebenenfalls andere Größen. Und das werden wir sehen, bei 4 Quadrantensteller, da müssen wir halt genau überlegen, wie sind diese Mittelwerte. Aber auch dort werden wir jeweils sozusagen zwei Schalter durch Stromquellen ersetzen und zwei Schalter durch Spannungsquellen und auch sehen, dass das Modell dann einigermaßen passt. Dann gucken wir es uns an. Das heißt, hier bei dieser Stromquelle habe ich dasselbe wie beim Tiefsetzsteller. Bei der Spannungsquelle muss ich jetzt sagen, das ist V-Steuersignal mal VUA2. Wir hatten ja gerade abgeleitet, dass jetzt hier an der Stelle dass hier das mittlere Tastverhältnis mal die Ausgangsspannung sein muss. Deswegen musste ich da jetzt auch die Gleichung ändern. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn wir das simulieren. Genau, und jetzt sehen wir hier die beiden Spannungen. Können, glaube ich, schon abbrechen. Das ist jetzt sozusagen das Einschwingverhalten hier. Das Rote, die Spannung von dem geschalteten Modell. Das Blaue, die Spannung von dem Mittelwertmodell. Jetzt können wir nochmal gucken, bei 10 Millisekunden kommt dann nochmal ein Sprung des Tastverhältnisses und dann werden wir sehen, dass auch hier die Dynamik dann an der Stelle gleich sein wird. Das heißt, dass dieses Mittelwertmodell auch korrekt wieder beschreibt bei diesen kleinen Signaländerungen, wie sich das Signal ändert und damit können wir dann jetzt hier auch die Modellierung durchführen mit diesem Modell. Und so haben wir dann wieder sozusagen ein Modell mit gesteuerten Quellen, was wir nutzen können, um unsere Regler zu dimensionieren. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was auf. Hier in dem blauen Verlauf sieht man es deutlich. Das hier ist jetzt die Sprungantwort von diesem System um den Arbeitspunkt herum. Da fällt Ihnen was auf. Das heißt, hier sinkt erstmal sozusagen die Ausgangsspannung ab. Das heißt, im ersten Moment reagiert das System in die entgegengesetzte Richtung. Und das sind sogenannte nicht minimalphasige Systeme. Ja,
haben wir vielleicht mal theoretisch kennengelernt, in der Regelungstechnik. Tatsächlich der Hochsetzsteller und auch der Hochtiefsetzsteller sind nicht minimalphasige Systeme. Und die haben einen kleinen Nachteil, da können Sie den Regler nicht so schnell auslegen, wie Sie wollen. Das heißt, tatsächlich haben die nämlich eine zusätzliche Phasenverschiebung im System rein und sie müssen einen Regler bewusst langsamer machen, als sie das eigentlich machen wollten. Und das Schlimme ist, sie können diese nicht minimalphasigen Systeme nicht kompensieren in dem Sinne, weil ein nicht minimalphasiges System dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine Nullstelle in der rechten S-Halbebene hat. Und um die zu kompensieren, müssten sie eine Polstelle in die rechte S-Halbebene machen. Dann haben sie aber ein instabiles System. Das ist das Problem. Sie können dort keine Pol-Null-Stellen-Kompensation bei der Regelauslegung durchführen. Eigenschaft. Man kann sich das sehr schön anschaulich erklären. Und zwar folgendermaßen, wenn wir in das geschaltete Modell mal kurz reingucken, warum dieses System nicht minimalphasig ist, wenn Sie zum Beispiel eine höhere Ausgangsspannung erreichen wollten, erinnern wir uns vielleicht, da gab es mal diese Gleichung UA zu UE, ist im Betrieb mit kontinuierlichem Strom 1 durch 1 minus D. Das war die Spannungsübertragungsfunktion des Hochsetzstellers. Und das heißt jetzt, will ich eine größere Ausgangsspannung kriegen, muss dieser Nenner sozusagen kleiner werden, der Wert im Nenner. Das heißt, das Tastverhältnis muss größer werden, um eine größere Ausgangsspannung zu kriegen. Das ist sozusagen das Steuergesetz, was dieser Hochsetzsteller hat. Ich muss ein größeres Tastverhältnis machen, um eine größere Ausgangsspannung zu kriegen. Tatsächlich passiert jetzt Folgendes. Wenn Sie schlagartig das Tastverhältnis ändern bei einem Sprung, werden Sie zunächst mal dafür sorgen, dass an dieser Stelle der Schalter länger geschlossen ist und damit eine größere oder länger eine Spannung an der Induktivität anliegt. Aber das Zeitintervall, in dem der Strom durch die Induktivität an die Last weitergegeben wird, ist die Ausschaltzeit, wird dadurch reduziert. Das heißt, um eine größere Ausgangsspannung zu kriegen, müssen Sie sozusagen mehr Energie in die Induktivität reinkriegen, auf einen höheren Mittelwert sich einpegeln. Aber das führt im ersten Moment dazu, dass im ersten Moment weniger Energie von der Induktivität in der Ausschaltphase in den Ausgangskondensator geliefert wird und erst dann, wenn hier dieser Strom zugenommen hat, auf einen größeren Wert ist wieder das Spannungszeitflächengleichgewicht erfüllt und dann wird die Ausgangsspannung zunehmen. Beziehungsweise es wird schon davor etwas zunehmen, aber das ist der Grund, weswegen das erstmal abnimmt. Im ersten Moment wird sozusagen im ersten Takt nach der Umschaltung weniger Energie in den Ausgang geliefert, weil mehr in der Induktivität gespeichert wird. Und das ist das Kennzeichen dieser nicht minimalphasigen Systeme. Die reagieren nämlich im ersten Moment genau umgekehrt zu dem, wie man es erwartet. Und das ist in der Regelungstechnik schwierig. Wenn Sie dann nicht sehr schnell reagieren, reagieren Sie in die falsche Richtung. Deswegen sind die